Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Assassin's Creed 4 Black Flag Freunde. Mein Name ist Sirius und am 17. oder wahlweise am 18. Dezember erscheint der erste Download-Content Schrei nach Freiheit für die PlayStation, für die Xbox One, den Windows-PC oder sämtlichen anderen Systemen ebenfalls. Und das Ganze ist natürlich auch erhältlich, falls ihr den Season Pass besitzen solltet. Das Besondere daran ist, dass ihr diesmal nicht Edward Kenway spielt, sondern ganz einfach den farbigen Quartiermeister Edwell. So, da heißt es hier in der Beschreibung, 15 Jahre nach den Geschehnissen von Black Flag erzählt Schrei nach Freiheit die Geschichte von Edwell, der zum Assassinen ausgebildet wurde und seinen Platz in der Bruderschaft fand. Ich habe mir gedacht, das ist heute mal einen Blick wert, dass Assassin's Creed 4 Black Flag Gameplay, Let's Play pausierte bei mir aktuell bedingt wegen einer Menge YouTube-Content-ID-Treffern. Ich hoffe mal, Schrei nach Freiheit geht jetzt so in einem Rutsch glatt durch. Das sollen ungefähr 3 Stunden Spielzeit sein. Ich werde das Ding auf jeden Fall komplett hier durchzocken. Und gespielt ist das heute auf der Xbox One. Ich wünsche euch ganz einfach wie immer viel, viel Spaß dabei. So, Schrei nach Freiheit und los geht's. Oh, muss noch initialisiert werden. Na, klasse, ich schneide das mal zusammen. Ne, brauche ich gar nicht. Geht ruckzuck, neues Spiel starten. Na, Logo. Name eingeben, von mir aus auch Abstergo. Das Paket ist beim Templer-Admiral auf dem Leitschiff, Captain. Sollte er den Befehl geben, ist es verloren. Das Paket selbst ist nicht so interessant wie sein Empfänger. Wir müssen diesen Laufburschen Admiral erledigen und die Templer-Bedrohung aufdecken. Als ich Assassine wurde, schwor ich ab vom Piratendasein. Doch die alten Methoden haben dem Credo oft gedient. So, dann wollen wir mal gucken, das Templerschiff ausschalten. Okay, dann machen wir das jetzt mal, oder? Mörser! Sie stehen am Tor zur Hölle! Runter auf den Grund! Daneben! Achtung, Aufschlag! Auf dein Zeichen! Du versenkst uns! Entschuldigung! Ein echter Pirat weiß, was er will! Diesmal haben sie uns! Sie schießen mehrere Seilfeuer! Runter auf den Feuer! Oh mein Gott, ist hier viel los, ey! Das ist aber nichts, wenn man da wenig Erfahrung mit hat, glaube ich. Jetzt knallen wir da ab. Uah, Mörser, hier meine Freunde Mörser. Boah, wir müssen abdrehen! Scheiße, überall Mörser! Ja, Alter! Meine Güte! Ein Haufen Arbeit für den Zimmermann, Ade! Feuer! Unsere Schwachstelle ist ungeschützt! Schießarbeit! Bereit, du Captain! Uns auf Grund, Adewale! Da, Captain! Nur ein gut platzierter Schuss! Feuer! Ein guter Treffer könnte sie lahmlegen! Runter auf den Grund! Oh, jetzt machen wir sie platt, das sag ich Feuer! Euch! Ja! Ihre Schwachstelle ist ungeschützt! Geht schieß, Captain! Wind nach! So, die bleib außer Reichweite, Ade! Hey, hier rammen wir voll weg. Wir sind beschädigt. Das kriegen wir trotzdem hin, meiner. Laden noch Ladung klar. Wo ist die Musik hier? Das ist die verwundbar, Captain. Haben sie? Wir haben sie. Geht doch noch, meine Güte. 2 Wochen kein Assassin's Creed gespielt, Mensch. Mir ramme ich jetzt mal in Grund und Boden. Rammenmänner! Ah ne, entern sehe ich gerade. So, wundert mich ein bisschen, dass das direkt hier mit so einem, gar nicht mit einer Geschichte losgeht, sondern dass man mittendrin einsteigt. Das wundert mich doch sehr. Kommt Männer rüber da. Muss ich alleine klettern oder was? Yeah, und... Yeah!
Was denn? Ist hier... Oh, ich wollte gerade sagen, ist hier gar keiner vorbereitet auf mich, oder was? Und wo ist hier der Rest meiner Crew? Hat wieder keiner Lust mitzukommen, oder was hier? Da, okay, jetzt kommen die Männer. Oh! Na komm, hier. Hä? Töten, Männer, töten. So ist das gut. Da haben wir noch irgendwo einen oder was? Wer will hier noch was? Mich wundert das so ein ganz klein bisschen, dass das nicht mit Geschichte begonnen hat, sondern hier einfach so direkt mal losgeht mit einem Fight, dass man sich gar nicht darauf einstellen kann, was ist hier überhaupt los. Egal, wir kämpfen hier. Yeah, gewonnen! Oh, gegnerischen Captain töten, habe ich vergessen. Moment, ich muss noch einen Captain töten. Erledigt! Sieg ist unser, Männer. Was muss ich da? Den grünen Punkt muss ich noch erreichen und interagieren. Endlich mal wieder ein Let's Play, meine Güte. Komm, ey, wir machen alle kalt sofort. Bleib einfach auf deine Posten und mach dich bereit. Läuft, meine Freunde, läuft. Ganz lässig und relaxed. So, wollen wir mal gucken, was hier los ist, ob wir jetzt ein bisschen was erfahren. Zum eigenen Schiff zurückkehren. Ne, okay, dann machen wir das. Und mal schauen, was hier so passiert. Bastien Joseph, Port-au-Prince. Was haben die Templer da zu suchen? Captain! Noch mehr Franzosen an unserem Heck! Toll, na super, ich freue mich. Franzosen mag ja keiner. Wir müssen in den Sturm! Wir werden an der Küste zerschellen! Viel Schlimmeres wartet! Fällt dieses Land in Templerhände! Aye, Captain! Also ein farbiger Assassine, das finde ich jetzt mal verdammt relaxed, muss ich gestehen. Das ist endlich mal eine Wendung, so Daumen hoch. So, dann wollen wir mal hier Männer Gas geben. Captain, es ist hoffnungslos. Ach, hier ist gar nichts hoffnungslos. Ich bleibe beim Schiff. Nein, ich bleibe bei dir. Bereit. Ach so. Von Backbord, Sir. Auf dein Zeichen, Captain. Können wir nicht einfach abhauen, oder was? Wow, fuck. Komm, wir hauen einfach hier ab. Das ist das Einzige, was ich kann, abhauen. Wir wurden touchiert. Und wo? Sie kommen immer näher. Ja, die können hier mal schön in die Windhose fahren, Leute. Leute, Riesenwelle. Verdammt. Leute, in Deckung. Klappt, läuft doch, läuft doch. Komm, gib mir nochmal alles hier, egal ob wir drauf gehen. Die anderen dürfen nicht schneller sein. Scheiße, kann das irgendwie sein, dass da vorne eine Insel ist, wo ich hin will? Insel, Riesenwelle, super! Achtung, das sieht scheiße aus für uns! Drehen, drehen, drehen! Ach du Scheiße! Ja, das war gar nicht gut für unser Schiff. Ach du Scheiße! Gebt mir etwas Fahrt! Boah, das ist aber hier mal Hardcore, ey! Ein guter Treffer kann Feuer geladen! Also es ist schon hier so ein bisschen Hardcore-Segelkunst. Ich würde es empfehlen, wenn ihr Assassin's Creed noch nicht weit gespielt haben solltet wie ich, würde ich das erst empfehlen, nachher zu spielen. Jag da ein paar Kugeln hinein. Boah, Mann, ey, ich kann nicht gleichzeitig auf die Wellen gucken. Ich kann nichts dafür, Männer. Haut die ab!
Mann, 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 was soll ich denn hier machen? Außer abhauen. Halte Abstand und setz Mörser ein, Adewale. Ja, ich gucke. Ich... Boah, Mann, ey. Aufgehalten, nehmt Druck vom Baum. Boah, Hilfe. Scheiße, ich lasse das Schiff voll draufgehen. Die Crew stirbt. Frontal auf die Wellen, ich weiß das. Aber immer, wenn ich zu den feindlichen Schiffen gucke, vergesse ich irgendwie... So, scheiße. Komme ich hier nochmal raus? Was meint ihr? Also überhaupt Richtung meines Ziels? Ja, ich sehe alles. Alles im Griff jetzt hier. So, jetzt... Wir drehen und schwimmen mit der Welle. Wir sind sicher. Ich sag doch, wir sind sicher. Okay, ich habe das Schiff ein bisschen beschädigt und so, aber... Naja. Vielleicht hätte ich das vorher mal ein bisschen üben sollen im Standard Assassin's Creed. Also das fand ich war jetzt hier schon... ja, direkt richtig viel los. Also wenn man Anfänger ist und dann die Hauptquest noch nicht gespielt hat, dann fraglich, ob man das von dem Beginn an spielen sollte. Aber gucken wir uns einfach an. Halt dich fest, Mann! Ey, ich hab nicht das Schiff gerettet, damit du das jetzt kaputt machst! Ich befürchte, wir sind ins Wasser gefallen, meine Freunde. Mission beendet. Okay, ich hab natürlich... Oh, nee! Mörser eingesetzt! Hier! Hallihallo, 90%! Da kann jetzt keiner... kann keiner meckern, finde ich. Also außer ihr natürlich jetzt wieder, ich weiß doch, ich kenne das ja alles. Es wird gemeckert, was das Zeug hält. Ja, coole Assassinensau. Yeah, geh nicht ins Licht, geh nicht ins Licht. Okay, wir sind mal wieder auf einer Insel gestrandet. Aber unser Päckchen haben wir auf jeden Fall noch dabei. Und Ubisoft präsentiert. Kam gerade unten der Untertitel. Assassin's Creed 4 Black Flag. Schrei nach Freiheit. Saltry. Na toll, wir sind auf einer Sklaveninsel oder sowas. Bajon. Glücklicherweise gibt's hier Macheten. Ich bin jetzt überrascht. Der Templer kann warten. Diese Frau darf nicht leiden. Warum muss ich LW drücken? Ich sehe den noch. Bleib stehen, du Ure! Sonst schneide ich dir beide Ohren ab. Komm her, mein Freund. So, haben wir das schon mal geregelt. Merci, mon Dieu. Désolé. Ich habe nichts außer meinem Dank. Ich brauche auch nichts. Als Junge entfloh ich demselben Schicksal. Du riskierst, dass man dich fängt? Ich denke, sich abzuwenden ist das größere Risiko. Ich bin auf der Suche nach Bastien Joseph. Kennst du sie? Nein, nein. Natürlich nicht. Doch jeder feine Gentleman kann dich zu ihr führen. Für den ist es zu spät. Such dir einen in der Stadt. Nun habe ich zu danken. Hast du einen Unterschlupf? Meine Familie wartet in den Bergen. Demon, Gemon. Gott sei mit dir. Ja, okay. Gott sei mit dir und Gott sei natürlich auch mit euch
Den ersten Sklaven haben wir jetzt befreit und ein neues Missionsziel haben wir auch einen Gentleman lokalisieren. Okay, ich würde sagen, Erfolg habe ich auch freigeschaltet. Bisschen hier auf der Karte mal rumschauen, was hier so los ist. Das sieht ja doch relativ groß aus. Oh, richtig fett und riesig hier im Karibischen Meer. Ich würde sagen, an dieser Stelle geht es dann auf jeden Fall im nächsten Gameplay-Video weiter. Wie gesagt, ungefähr 3 Stunden soll man hier Spielspaß an diesem Download-Content haben. Und ich denke, das ziehen wir auch ganz locker, flockig jetzt mal bis zum Wochenende durch. Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Und ich hoffe, der YouTube-Content-ID-Filter ärgert mich hier nicht zu sehr und lässt mich das Ganze auch wirklich spielen. Ich sage an dieser Stelle einfach schon mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video und haut rein.